SmackDown vs. Raw 2007. Mr. Kennedy. Gegen den müssen wir auch ein Match machen mit Entrance. Irgendwie. Haben wir den jetzt eigentlich ausgestellt? Nee, ne? Nee, immer noch nicht. Aber machen wir beim, nach dem nächsten Cut. Du kannst auch. Machen wir bei Part 100 oder so. Ja. Dann sind wir ja gerade bei der Hälfte des Spiels. Ja, wahrscheinlich. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie lange das dauert. Ich auch. Für WWE 13 habe ich 57 Parts gebraucht für die Kampagne, sage ich mal. Ja gut, hier für die Story, wer weiß. Wir werden sehen. Kane. Ohne Maske, das ist einfach... Für den General Manager Mode werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. Ja. Auf jeden Fall, so ja. So ungefähr 2000 bis 5 Milliarden Parts. Ja, das, wird, das kommt hin so ungefähr. Was ist hier? Ja. Oh, irgendein Käse. Hier, das ist alles nichts für mich. Ich spiele einfach wenn du einen gespeicherten Signature-Move hast, da kannst du, wenn du ein unfairer Star bist, glaube ich, den Signature-Move von dem anderen stehlen, indem du L1 drückst und dann eine von den Bewegungstasten. Das gibt's bei WWE 13 auch, da macht er das auch automatisch. Klaut der einfach mal so den Finisher. Steve Austin macht dann einfach mal einen F5 gegen Brock Lesnar, das ist ziemlich witzig. Ah ne, hier nicht den Finisher, sondern den Signature-Move, den... Ach so, den vorher. Den Signature-Move, wie heißt diese, Taunts, glaube ich, macht man. Diese, wie du dich freust und so, die... Ah, so das? Ja, sorry. Kannst du ja mal ausprobieren nachher. Ja, mal gucken. Erstmal Benoit auf die Matte schmeißen hier mit... Und jetzt rausgehen und 100 Batista-Bombs. Stimmt, ist ja ein Hardcore-Match. Hätten wir fast vergessen. Gucken wir mal, wie hol ich eine Waffe? Da ist schon was. Wie hol ich den? X. X ist bei mir woanders. So. Komm mal her. Mit Viereck. Kannst aber auch so einen Griff machen, glaube ich, dass du ihn dann zum Beispiel den Hammer um den Hals hängst. Und dann komm mal her, Kollege. Ich komm mit dem Alter jetzt. Komm raus, ey. Aha. Versuch mal. Aha. Versuch mal zu. Versuch mal Spaß. Zu greifen. Ob das geht. Ah, das gibt's ja gar nicht. Ja, so klar. Jetzt, du musst einfach ihn angreifen, dann holst du den Hammer wieder ab. Ja, das ist bei... so gut, beim Reingehen habe ich ihn gefickt. Ey, du Arsch. Haha, das ist ja mal easy mit dem Konter, wenn man einfach nur auf die Taste hämmern kann. Ja, du musst halt, es kommt halt drauf an, wenn der halt jetzt einen mit dem Hammer verprügelt. Bam. Ja, du hast einen Finisher. Hoho, das ging schnell, ey. Jetzt Hammer weg, bitte. So. Bis jetzt eine Batista-Bomb direkt. Ja, super, natürlich. Holt auf den Tisch und macht eine Batista-Bomb durch den Tisch oder so, falls das irgendwie geht. Ja, das war so, wie kann ich hier unten drunter? Du gehst dran und machst X. Er holt irgendwas nur raus. Ja, lass mal fallen und guck unter den anderen Ecken. Da ist unter jeder Ecke was anderes. Aber es ist unter den Ecken dann auch. Hör auf! Ich lass mal Stamina auf, der chillt eh da drin, macht nix. Ja. Ah, jetzt kommt. Nee. Du kannst auch die Stahl-Ringtreppe. Ja. Mach einen Stuhl. Ach komm, der ist. Mit dem Stuhl kannst du auch einen Finisher machen, glaube ich. Versuch's mal mit. Bam! Och! Jetzt aber! Haha, an den Hinterkopf! Bleibst da! Bleibst liegen! Du hast jetzt zwei Finisher. Jetzt lass mal fallen und versuch mal dann den Torn zu klauen. Also wenn er nochmal. Nee, mach ich nicht, mach den. Ach. So, und jetzt. Ach, dann mach doch! Ja. Mit seinem scheiß Finisher. Jetzt heb ihn einfach hoch, dann kannst du machen. Achso, direkt. Ja. Ah ja, sehr gut. Batista Bomb! Ja, hat er gerade gerufen. Auch. Achso. Hast du auch noch perfekt getroffen. Ach, mit Pin. Ah, und ohne Ropeback. Hä? Er ist rausgekommen. Er hat zwar nichts gemacht, aber du hast einfach gegengelassen. Weißt doch, was für ein guter Schauspieler Batista ist. Ja, das stimmt. Also erstmal wieder mit dem Hammer drauf. Da kriegt man, guck mal, wie schnell das Ding auffüllt. Ja, das ist. Ich habe zwei Schläge gemacht und ist fast ganz voll. Aber du hast. Jetzt mache ich noch einen, wenig Stamina oder was? Nee, du jetzt hast. Jetzt habe ich aber auf jeden Fall wieder. Ja. Ich chill noch ein bisschen und dann, Alter, ich habe den schon komplett tot geprügelt hier. Versuch mal noch irgendwas auszuprobieren oder willst du das Match schnell hinter dich bringen? Ja, nee, ich finde ja keinen Tisch. Ja, nee, das ist doch da. Mit einem Stuhl, da kann man auch einen Finisher machen, wenn du den mit dem Stuhl in den Bauch schlägst. Ach, das ist doch scheiße hier, die Steuerung, ey. Du musst halt. Mit Dreieck kommst du übrigens rein dann. Du musst halt einen anderen Move machen, wo du nicht so drauf hast, dass. Ah, da war es gerade auch, L1. Du musst halt einen Move machen, dass du nicht von oben drauf hast, sondern so von unten in den Bauch schlägst. Muss mal ausprobieren. Ja, genau, der. Jetzt L1. Ah, schade, geht hat nicht geklappt. Geht nicht. Ja, der muss dir in deine Richtung stehen. Ja, gut, jetzt ist der Stuhl jetzt. Kaputt.
Ah, hier! DDT auf den Stuhl, jawohl. Und ich habe wieder einen. Ja. Das ist der neue mal, jetzt schon. Cover mal seinen, mach mal seinen Move nach. Also R1 gedrückt halten und die... Was, R1? L1, hier. Link und jetzt eine von den Bewegungstasten hier von dir. Ach so. Ah ja, genau, das ist Chris Benoit. Hat jetzt zwar nicht so viel gebracht, du musst halt jetzt. Du kannst jetzt. Ne, du kannst nicht pinnen, ne? Ist nicht Falls Count Anywhere. Ja. Aber ach, das auf die Rampe. Du triffst nicht. Ja, ich treff nicht. Was ist das denn? Das ist einfach zu schlecht. Wie geil. Der Hammer ist wieder rein. Der Hammer ist kaputt. Der Hammer. Ist der Hammer. Alter, wie wenig Dings hat der da von dem geheißert? Was? Ja, da Aufladung von dem. Achso, ja, der hat ja keinen Move gezogen. Gar nichts. Oh, ja, jubeln ist ganz schön anstrengend. Müsst ja, ja. Stamina aufladen, ey. Ich kann ja machen, was ich will, der kommt nicht rein. Warte einfach ein bisschen. Du hast ja Zeit. Jubel, ja. Ihm wird's nicht mehr besser gehen, also. Oh. Kann ich auch an den Seilen so zack, zack, zack. Nee. Schade. Wäre geil. So, mir der Hammer. Bam, Bitch. Schade, dass es keinen Hammer-Finisher gibt. So DDT auf den Hammer. Okay, der wäre auch irgendwie komisch. So, jetzt Batista-Bomb und dann beenden wir den Spaß. Der arme Chris Benoit. Ich will nicht so viele Batista-Bombs abbekommen. In 2 Wochen 5 Stück oder so. Ja. Und dann auch jede Menge Schläge mit Hammern und DDT auf den Stuhl. Da ist er schon, Chris Benoit. Dem fehlt ein Zahn. Ja, dem fehlt ein Zahn, das war der DDT. So. Jetzt ist Josh wieder dran. Ja, auch komisch. Das war Power jetzt neue Mercy, ne? Ja. Jawohl. Ich glaub's nicht, der hat's getan. Was wäre eigentlich passiert, wenn ich jetzt verloren hätte eben und gepinnt worden wäre? Dann wären wir wahrscheinlich raus gewesen aus der Feder, denke ich mal. Ja gut. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Alles klar, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Jetzt müssten wir ja eigentlich gegen andere kämpfen, weil jetzt haben wir ja Titelmatch. Ja. Oh, wir haben eine No Mercy Trophy. Cool. Ah, wir haben die No Mercy Arena jetzt bekommen. Und ein Diva-Package. Diva-Package. Yeah. Ah, das haben wir freigeschaltet im WWE-Dings. In dem Shop. Ja. Das ist ja unnötig. Diva-Package brauchen wir nicht. Legends End. Okay, oh, also scheinbar Story. Neue... Eine Legende neue vielleicht? Story. Ich dachte, wir haben jetzt ein Titelmatch. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir jetzt ein neues Titelmatch haben. Also, dass wir jetzt ein Titelmatch haben und das... Irgendeine Legende, ja. Vielleicht. The Rock! Nee, der war 2007 nicht da. Wer könnte es denn sein? Weiß nicht. Ric Flair? Wir sehen es gleich. Vielleicht auch Triple H. War der da schon legendär? Weiß ich nicht. Oder ist, ah, gut. Wir schauen einfach nach. Es steht halt einfach nur, dass wir halt hier gut sind und so. Batista ist awesome. Ne, Player ist awesome. SmackDown to feature Legends Exhibition. Gegen Mick Foley. Und Rowdy Roddy Piper. Hm. Aber das hat ja dann nichts mit dem... Ne, wir haben kein Once-in-a-Lifetime-Event. Woher kommt das hier? ja. Es ist jeder Superstar eingeladen. Mal schauen, was da jetzt noch kommt. Das hat aber nichts mit dem Titelmatch zu tun. Ne. Vielleicht ist das jetzt auch wirklich einfach fallen gelassen worden. Oder bis zum nächsten Titelmatch dauert es einfach noch. Und das hier ist so eine Zwischenstory halt. Kann auch sein, ja. Titelmatches sind ja meistens bei den großen Veranstaltungen. Na, dann schauen wir mal, dann was wir jetzt hier mal. Machen. Wahrscheinlich gar nichts. Schauen wir mal. Wir schauen uns den Ladebildschirm an. Kali versus Batista. Kali, okay. Och, das wird ja... Wieso bekomme ich immer die langweiligen Matches? Aber bestimmt passiert hier irgendwas, weil... Ja, Great Kali. Da ist Zun dahinter.
Da ist sogar Batista schneller. Oh, der Boogeyman. The Boogeyman. And I'm coming to get ya. Das ist der Beste. Ja. Schade, dass der nicht mehr dabei ist. Stimmt. Das ist echt schade. Der konnte Fandra eigentlich ist einfach nur awesome, der Boogeyman. Der Kerl, der den gespielt hat, konnte ja auch gar nicht wrestlen. Der ist ja nur dazugekommen irgendwie als Schauspieler, glaube ich auch. Ich kann das nicht. Ich glaube, er konnte es am Anfang gar nicht. Er ist ja auch irgendwie nicht so beliebt unter den Wrestling-Pros, weil die alle sagen, der ist halt, der kann nicht wrestlen, genauso wie der Great Khali. Der kann ja auch nicht wrestlen. Ja, stimmt. Und, ah, jetzt habe ich das Intro geskippt, tut mir leid. Da hat man der gute alte, was war der Tiger da? Ja, der weiße ist, Tiger. Ja. Jetzt ist es der Punjabi Playboy, ey. Ja. Vorher in einem Gefängnis gekämpft, ey, und jetzt voll der Schwuchtel. Oh, die Steuerung. Oh, hol dir auch mal. Ein Irish. Ah, so wirft man den Gegner. Ja, jetzt wissen wir das auch mal. Gut. Boah, Great Khali. Ich freue mich schon, wenn ich die Batista-Bomb mit dem mache. Ja, das sind Cole und Taz at ringside. Gut. Zack. Oh, easy. Ah ja, ist halt so. Ja, ist halt unlogisch. So, jetzt rennen wir ein bisschen hin und her. Nee, dann ja, gut, das war gibt die Stamina runter wie ein Ah, verdammt. Ah, nice. Er kann ihn nicht hochheben. Er ist einfach zu schwach. Das gibt's nicht, dass Batista das nicht schafft. Gell, ist ja peinlich. Was wird dann aus der Batista-Bomb? Und wieso bin ich auf der rechten Seite? Was soll das denn? Stimmt, das ist ich bin der erste Player. Schon nochmal. Ah, nee, jetzt, das geht einmal frei. Lag wahrscheinlich einfach an der Stamina, dass die zu tief war. Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so komplex ist das Spiel nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, nachdem ich ihn gerade anfangs nicht hochheben konnte. Aber ich weiß nicht, was das hier hat. Wieder was mit den Legenden zu tun. Ja, das ist halt. Man hat ja auch Matches, die keine Storyline haben, mal. Oh, und jetzt der Kopf in Khalis Arm drin, ey. Oh. Was ist das für ein komischer Würgegriff. Submission Hold, ey. Ja, der ist genauso komisch.